Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Einen letzten Vorstoß wollte er wagen, aber schon vor dem Abflug nach Ankara muss ihm klar gewesen sein, dass er sich die Reise wohl hätte sparen können. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat noch einmal versucht, von der türkischen Regierung eine generelle Besuchserlaubnis für deutsche Parlamentarier bei den Bundeswehrsoldaten auf der türkischen Luftwaffenbasis in Cirlik zu erhalten. Doch Gabriel bekam eine Abfuhr. Und so werden die Soldaten wohl verlegt, vermutlich nach Jordanien, um ihren Einsatz in der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS von dort aus weiterführen zu können. Ein ziemlich beispielloser Vorgang. Weil zwei verbündete NATO-Partner sich streiten, sollen Soldaten nun außerhalb des Bündnisgebietes stationiert werden, um die gemeinsamen Antiterroraktionen fortzuführen. Eva Lodde. Ein Diplomat unter Druck. Die Lage eigentlich aussichtslos, doch Sigmar Gabriel soll noch ein allerletztes Mal in Ankara versuchen, was Merkel selbst bei Erdogan nicht geschafft hatte. Ein Besuchsrecht der Parlamentarier bei den deutschen Soldaten erwirken. Der Empfang im Außenministerium freundlich. Doch das anfängliche Säuseln zwischen Sigmar und Mevlüt ändert nichts an der Sache. Die Türkei will Zugeständnisse. Die Regierung solle türkische Soldaten, Richter, Regierungsmitarbeiter ausliefern, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Sie wären Teil des Putschversuches gewesen. Das sind unsere Feinde, die von unseren Freunden in Deutschland aufgenommen werden. Und das kann nicht sein. Hier muss Deutschland natürlich als ein verbündetes Land Maßnahmen ergreifen und härter durchgreifen. Doch da bleibt Gabriel hart. Er hält gar eine kurze Grundsatzrede über deutsche Asylverfahren, unabhängige Gerichtsentscheidungen und dass die deutsche Regierung da gar nicht eingreifen könne. Doch all diese Argumente hat Çavuşoğlu ja schon gehört, seine Hand wird ungeduldig. Die türkische Regierung will einen Handel, die deutsche pocht auf den Rechtsstaat. Trotz der Unterschiede empfängt Präsident Erdogan überraschend den Außenminister. Doch auch der will etwas, dass Deutschland mehr gegen die verbotene PKK unternehme. Gabriel verspricht, mehr gegen deren Finanzierung zu tun. Doch auch hier könne er nicht in Gerichtsverfahren eingreifen. Die Fronten bleiben verhärtet. So bleibt als Lösung nur der Abzug. Denn die deutschen Parlamentarier, so Gabriel, würden ja der Bundeswehr das Mandat erteilen und müssten ihre Soldaten jederzeit besuchen können. Ich glaube, dass wir dieses Problem mit der Türkei jetzt nicht klären können. Und für uns war klar, dass wir jetzt nicht eine einmalige Besuchserlaubnis oder so etwas hier verhandeln können, sondern dass wir im Grundsatz eine Entscheidung brauchen. Von der Türkei sollen die Tornados und etwa 280 deutsche Soldaten also nun in einen Nicht-NATO-Staat umziehen, nach Jordanien. Die Bundesregierung will am Mittwoch das weitere Vorgehen entscheiden. Der forcierte Umzug mitten im Einsatz wird auch Probleme bereiten. 10.000 Tonnen Material müssen verlegt werden. Das ist eine ganze Menge. Das wird eine Unterbrechung unserer Aufklärungsflüge und der Tankflüge im Kampf gegen den IS bedeuten. Aber wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten. Gabriel hofft, dass der Abzug der deutschen Soldaten ohne Probleme ablaufen wird. Sicher ist er sich da nicht. Denn das Fazit seines Besuchs in Ankara heute ist, die Lage sei weiterhin ziemlich angespannt. Und direkt nach seiner Rückkehr aus Ankara begrüße ich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Berlin. Guten Abend, Herr Gabriel. Guten Abend. Hat sich die Bundesregierung in der Causa Incirlik nicht viel zu lange vorführen lassen? Kommt die heutige Entscheidung nicht reichlich spät? Nee, überhaupt nicht, sondern wir haben natürlich versucht, mit dem NATO-Partner Türkei, das ist es nämlich, nach Wegen zu suchen, wo wir nicht die Bundeswehr abziehen müssen. Das ist jetzt nicht gelungen, weil die Türkei das Besuchsrecht des deutschen Parlaments nicht akzeptieren will, aus innenpolitischen Gründen. Und nun müssen wir gehen, aber es ist ja nichts, was einen freut. Und von daher hilft es ja nichts, immer irgendwie stramm unterwegs zu sein, sondern Sinn ist ja, dass man nach Wegen sucht, vernünftig miteinander auszukommen. Das ist jetzt nicht gelungen und deswegen wird die Bundeswehr sicher nicht in Incirlik bleiben können. Aber das war doch abzusehen, dass das nicht gelingen würde. Hätte dann nicht früher ein Schnitt kommen müssen? Naja, wenn Sie das wussten, ich wusste es nicht vorher, sondern wir sind davon ausgegangen, dass natürlich auch die Türkei ein Interesse daran hat,
dass wir die Anti-IS-Einsätze, also gegen islamistischen Terror, gemeinschaftlich auch von Incirlik aus fliegen, dass die Aufklärung dort stattfinden kann. Die Türkei ist ein Land, das sehr davon betroffen ist, von sozusagen dem Kampf gegen den Islamischen Staat. Und deswegen haben wir nichts unversucht gelassen. Man kann natürlich hinterher immer sagen, warum redet ihr überhaupt? Macht doch gleich immer Schluss. Gut, ich glaube, dass Reden jedenfalls nie ein Fehler ist. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber trotzdem bin ich immer der Überzeugung, dass man es versuchen muss. Aber wenn die Bundeswehr nun aus Incirlik abzieht, müssten Sie dann nicht konsequenterweise auch die deutschen Soldaten von den AWACS-Aufklärungsflugzeugen abziehen, die im türkischen Konya stationiert sind? Da hat die Türkei ja bereits während des NATO-Gipfels in Brüssel erklärt, dass dort für sie andere Bedingungen gelten. Dies sei ein NATO-Einsatz. Dort könne das deutsche Parlament selbstverständlich die Bundeswehr besuchen. Für Incirlik hat sie das, wie gesagt, aus innenpolitischen Gründen anders gesehen, was wir bedauern. Aber Konya ist ja von der türkischen Regierung erklärt worden, dass es dort keine Einschränkungen für den Besuch von deutschen Abgeordneten gibt bei den genannten AWACS-Einsätzen. Aber das ist doch irgendwie absurd. Dann hängt das jetzt immer noch von der Willkür der Türkei ab, dass wir die einen Soldaten besuchen können und die anderen eben nicht, je nachdem nach Deutung, nach innenpolitischen Problemen oder nicht. Ja, das ist so. Die Türkei nimmt sich das Recht heraus, selbst zu entscheiden, wer auf ihrem Staatsgebiet präsent sein darf. Sie verweigert einem Teil jedenfalls der deutschen Abgeordneten, das zu machen. Das können wir nicht akzeptieren. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und das Parlament muss die Möglichkeit haben, ohne dass es dabei jedes Mal ein großes Theater gibt, die Bundeswehr auch zu besuchen. Wenn das nicht geht, müssen wir abziehen und das wird jetzt der Fall sein. Und wie sehr ist dieser Abzug jetzt ein Bruch in den deutsch-türkischen Beziehungen? Die deutsch-türkischen Beziehungen sind sicher in einer schwierigen Phase, nicht wegen Incirlik, sondern Sie erinnern sich sicher an die ganzen Auseinandersetzungen rund um das Referendum, an die Nazi-Vergleiche aus der Türkei mit Deutschland. Wir haben viele Journalisten und deutsche Staatsbürger, die in der Türkei in Haft sind oder das Land nicht verlassen dürfen. Wenn ich offen sein darf, Incirlik ist eher eines der kleineren Probleme, das wir derzeit haben. Das lässt sich vernünftig auch partnerschaftlich mit der Türkei so lösen, dass es kein großes Theater mehr darum gibt. Die anderen Themen sind weitaus schwieriger. Und der Besuch hat natürlich vor allen Dingen der Frage gegolten, gibt es Anknüpfungspunkte zwischen Deutschland und der Türkei, das sehr, sehr angespannte Verhältnis wieder zu beruhigen und zu besseren Gesprächsformaten zurückzukehren. Ja, Stichwort, gibt es diese Anknüpfungspunkte, beispielsweise bei dem Fall der deutschen inhaftierten Journalisten in der Türkei? Wir haben jetzt beim Fall des deutschen Journalisten Deniz Yücel ja eine Entscheidung des Europäischen Menschengerichtshofs bekommen, dass es dort ein relativ schnelles Verfahren geben will. Wir haben dort in der Türkei natürlich gesagt, dass wir davon ausgehen, dass das dort gefällte Urteil dann auch akzeptiert wird. Wir sind nämlich sehr sicher, dass die Haft von Herrn Yücel unbegründet ist. Wir haben jetzt endlich konsularischen Zugang auch zu der Übersetzerin, Journalistin, die dort ausgerechnet auch noch mit ihrem Kind in Haft ist. Auch diese Fälle haben wir besprochen, um den Versuch zu unternehmen, die türkische Regierung dazu zu bewegen, im Rahmen ihres Justizsystems für bessere Bedingungen zu sorgen, zum Beispiel für die Haftentlassung beider zu sorgen, sowohl von Herrn Yücel als auch von der Journalistin, andere aus der Türkei ausreisen zu lassen, die zwar nicht in Haft sind, das Land aber nicht verlassen dürfen. Und es gibt umgekehrt Interessen der Türkei, mit der EU über eine Erweiterung der Zollunion zu reden. Es gibt Interessen der Türkei mit Blick auf Visaliberalisierung. Und wir haben klar gemacht, dass es Bewegung geben muss, dass wir in einer Situation sind, wo nicht einfach sozusagen eine bessere Lösung vom Himmel fällt, sondern dass wir Bewegung auch in der Türkei brauchen, gerade in diesen uns sehr bedrückenden Fällen der Haft für Menschen, von denen wir davon ausgehen, dass die Haft völlig unbegründet ist. Sigmar Gabriel, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ein Gespräch, das wir am Abend geführt haben. Und den wahrscheinlichen Abzug der Bundeswehr aus Incirlik kommentiert nun Christian Thiels vom Südwestrundfunk. Kein Besuchsrecht für deutsche Parlamentarier in Incirlik. Das kann nur eines heißen, keine Bundeswehr mehr auf diesem Stützpunkt. Deutschland muss nun umgehend seine Soldaten und die Tornado-Aufklärungsjets abziehen. Das ist eine Frage von politischer Glaubwürdigkeit. Natürlich ist es das gute Recht der türkischen Regierung und von Präsident Erdogan, mit Entscheidungen des deutschen Parlamentes oder des deutschen Rechtsstaates unzufrieden zu sein.
Und sie dann auch zu kritisieren, wie etwa die Armenien-Resolution des Bundestages oder die Gewährung von Asyl für türkische Offiziere. Doch erpressen lassen darf sich Deutschland nicht. Deshalb Abzug aus Incirlik so schnell wie möglich, aber auf jeden Fall noch vor der Bundestagswahl. Das ist politisch geboten und militärisch übrigens ziemlich unproblematisch. Ja, Abzug und Umzug auf eine andere Basis, etwa nach Jordanien, kosten Zeit und Geld und sind sicher auch lästig. Einige Monate können die Tornados keine Bilder mehr für den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat liefern, warnt das Verteidigungsministerium. Na und? Bei allem Respekt für die Soldaten und die Risiken, die etwa die Piloten bei ihren Flügen über Syrien und im Irak eingehen, besonders wichtig sind diese Aufklärungsfotos militärisch nie gewesen. Wirklich vermissen wird sie wohl auch kaum jemand. Der deutsche Beitrag hatte von Anfang an einen eher symbolischen Wert. Es ging vor allem um politische Solidarität mit Frankreich nach den Terroranschlägen. Deshalb wurden Fregatten, Tornados und Tankflugzeuge entsandt. Und deshalb sollte die Politik nun auch entscheiden, ob der Einsatz der Aufklärungsjets überhaupt weiter gewollt ist, von Jordanien aus oder von anderswo, oder ob Deutschland nicht an anderer Stelle mehr und effizienter beim Kampf gegen den IS helfen könnte. Christian Thiels kommentierte. In London trauern die Menschen und sprechen sich Mut zu, wieder einmal. Nach dem Anschlag am Wochenende, der auf einer Brücke gleich neben der berühmten Tower Bridge begann und bei dem 7 Menschen starben, versammelten sich heute Abend Hunderte zu einer Mahnwache. Darunter auch Bürgermeister Sadiq Khan, der wohl vielen aus der Seele sprach, als er trotzig sagte: Das ist unsere Stadt, das sind unsere Werte und das ist unsere Lebensart. Wie die allerdings gegen den Terror verteidigt werden kann, darüber wird kurz vor der Unterhauswahl am Donnerstag heftig gestritten. Gabor Hollers. Trauer kann wütend und sprachlos machen. Das wollen sie auf gar keinen Fall. Hunderte setzen ein Zeichen, dass London dem Terror nicht nachgibt. Das treibt sie zur Themse nicht weit vom Anschlagsort entfernt. Das ist so emotional. Aber es macht mir Mut, wirklich Mut. Wir sollten uns erinnern, was uns zu Menschen macht, was wir gemeinsam haben. Das ist die Antwort. London, das ist die Stadt der unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Besonders vielen Muslimen ist es wichtig, hier zu sein. Auch dem Bürgermeister Sadiq Khan. Er spricht die Terroristen direkt an. Als ein stolzer und patriotischer britischer Moslem sage ich, diese widerlichen Taten begeht er nicht in meinem Namen. Wir werden euch besiegen. Ihr werdet nicht gewinnen. Am frühen Morgen ein weiterer Polizeieinsatz wieder im Osten von London. Die Polizei durchsucht Wohnungen, nimmt mehrere Personen fest und verhört sie. Doch wer sind die Attentäter? Am Abend nennt die Polizei zwei Namen. Einer der Männer soll aus Nordafrika stammen. Der andere wurde in Pakistan geboren und hat einen britischen Pass. Dokumentarfilme hatten im vergangenen Jahr über ihn und seine radikalen Ansichten berichtet. Auch der Polizei soll er als potenzieller Gefährder bekannt gewesen sein. Wer hat Fehler gemacht? Darüber diskutiert Großbritannien, denn in 3 Tagen wird gewählt. Die Opposition fordert, die Premierministerin solle zurücktreten. Sie sei verantwortlich, dass 19.000 Polizeistellen gestrichen worden sind. Sie war über lange Zeit Innenministerin. Sie organisierte den Stellenabbau und jetzt sagt sie, wir haben ein Problem. Ja, das stimmt. Wir hätten diese Stellen nicht streichen sollen. Premierministerin Theresa May weist die Kritik zurück. Ich habe doch der Polizei extra Befugnisse im Kampf gegen den Terror gegeben. Jeremy Corbyn war dagegen. Auch im Parlament hat er immer dagegen gestimmt. London trauert, aber schwer bewacht. Die Angst, es könnte auch heute Abend etwas passieren, ist greifbar. Und trotzdem hält es die Menschen nicht ab. Sie wollen nicht, dass der Terror sie wütend und sprachlos macht. Und wie die Londoner Polizei soeben mitgeteilt hat, sind alle Verdächtigen, die gestern nach dem Anschlag festgenommen wurden, inzwischen wieder freigelassen worden. Dass im Namen des Antiterrorkampfes drastische Maßnahmen gefordert und getroffen werden, das haben wir in jüngster Vergangenheit immer wieder erlebt. Doch das, was jetzt dem Emirat Katar am Persischen Golf widerfahren ist, das kam so wohl noch nie vor.
In einer abgesprochenen Aktion brachen gleich mehrere Länder in der Region die diplomatischen Beziehungen zu Katar ab, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten. Sie sperrten Flug- und Seehäfen für Verkehr aus Katar. Das Nachbarland Saudi-Arabien riegelte sogar seine Grenze ab, die einzige Landverbindung des Emirats. Diese umfassende und überraschende Isolation trifft den kleinen, aufstrebenden Staat am Golf hart, der mit seinem Reichtum aus gigantischen Erdgasvorkommen zu einem mächtigen Akteur in der Region geworden ist. Warum es dazu kam, Alexander Stein. Katar, fast 2,6 Millionen Einwohner, eine Fläche halb so groß wie die von Hessen. Erdöl und Erdgas machen das Emirat zu einem der reichsten Länder der Welt. In 5 Jahren will Katar die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten. Doch seit heute ist das Emirat einer der isoliertesten Staaten der Welt. Am Morgen verkünden die Nachrichtensender in mehreren Golfstaaten eine diplomatische Eskalation. Unter anderem Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate brechen diplomatische Beziehungen zu Katar ab und wollen jeden Verkehr unterbinden. Dem Emirat wird vorgeworfen, Islamisten und Terroristen wie die radikal-islamische Hamas oder den sogenannten Islamischen Staat zu unterstützen, zu finanzieren und deren Propaganda zu verbreiten. Katar weist das zurück. Die Vorwürfe sind nicht neu. Ursache für die neue Eskalation sind nach Ansicht von Beobachtern die Beziehungen zum Iran. Einerseits ist Katar ein enger Verbündeter der USA. Noch vor wenigen Wochen besucht US-Verteidigungsminister Mattis Doha. Mehr als 10.000 US-Soldaten sind hier stationiert. Andererseits pflegt Katar als einziger Golfstaat enge Beziehungen zum Iran, dem Erzfeind von Saudi-Arabien. Bei seinem Besuch in Saudi-Arabien hatte US-Präsident Trump die muslimischen Länder zu einem entschlossenen Kampf gegen den Terrorismus aufgefordert und den Iran stark kritisiert. Saudi-Arabien und seine Verbündeten wollen nun offenbar Katar zwingen, sich für oder gegen den Iran zu entscheiden. Der Boykott trifft Katar hart. Mehrere Airlines streichen Flüge, die Börse bricht ein, in Supermärkten soll es zu Panikkäufen kommen. Katar ist sehr abhängig von Importen. Zum Beispiel kommen Nahrungsmittel wie Früchte oder Gemüse aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es sind drastische Strafen. Der Iran hat angeboten, Schiffsladungen mit Nahrung nach Katar zu bringen. So könnte die Isolation zu einer weiteren Annäherung zwischen Katar und dem Iran führen. Genau das wollen die USA verhindern und haben angekündigt, zwischen den Golfstaaten zu vermitteln. Das Wohl der Kinder ist Justitia viel wert. So viel wert, dass die deutsche Rechtsprechung jahrelang und sehenden Auges eine Möglichkeit zum Betrug toleriert hat. Und die sieht so aus. Ausländerinnen, die abgeschoben werden könnten, geben deutschen Männern viel Geld, damit die die Vaterschaft für ihr Kind anerkennen. Denn das Kind erhält so die deutsche Staatsbürgerschaft und die Mutter in der Folge einen gesicherten Aufenthaltsstatus. Den Kindern die Staatsbürgerschaft im Nachhinein wieder abzuerkennen, hat das Bundesverfassungsgericht untersagt. Und so sind die Behörden machtlos. Bisher. Gabi Probst. Vietnamtown im Osten der Hauptstadt. Hier gibt es alles für die Community, womit man handeln kann. Auch deutsche Männer. Deutsche, die die Vaterschaft für vietnamesische Kinder übernehmen. Und dafür ordentlich Geld kassieren. Menschenrechtler, Polizisten und Staatsanwälte vermuten ein skrupelloses Geschäft. Wir haben die Vermutung, dass es in einer Vielzahl von Fällen zu Missbrauch, zum Missbrauch dieses Instruments kommt, zum Missbrauch der Anerkennung der Vaterschaft kommt. Wir haben teilweise Personen, die über 10 Vaterschaften anerkannt haben, beispielsweise. Und es betrifft eine ganze Reihe, eine Vielzahl von Fällen, die wir monatlich feststellen. Allein in diesem Frauenhaus wohnen 70 vietnamesische Schwangere und Mütter. Die Frauen wollen anonym bleiben. Eine von ihnen nennen wir Frau Lo. Sie ist 23 Jahre alt und im 8. Monat schwanger, als sie im November 2016 vorübergehend Asyl erhält, wegen Mutterschutz. Tage zuvor unterschreibt sie beim Notar die Vaterschaftsanerkennung, gemeinsam mit dem Deutschen Robert K. Anfang Januar wird das Kind geboren und hat damit automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Mutter darf nun bleiben, legal. Eine echte Vaterschaft des 28-Jährigen ist zweifelhaft. Er und sein Freund drohen uns Schläge an. Sie müssen gefälligst in Ruhe, sonst komme ich gleich runter. Dann wird das nicht schön. Wir fragen uns, wie seine Posts auf Facebook zu einem vietnamesischen Kind passen.
Er sympathisiert mit der NPD, ist mehrfach vorbestraft, auch weil er den Hitlergruß gezeigt hat. Bis zu 700 offenbar missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen sind in den letzten Monaten allein in Berlin aufgetaucht. Scheinväter, Notare und Anwälte kassieren mutmaßlich bis zu 5.000 Euro von den Schwangeren. Unterhalt an die Kinder zahlen die Väter nicht, zumal sie meist von Sozialhilfe leben. Ein bundesweites Geschäftsmodell, auch mit Frauen aus Afrika und Osteuropa. Wir sehen das bundesweit so. Die Dunkelziffer ist erheblich. Wir haben aber viele Hinweise von den Ausländerbehörden. Die Scheinväter machen das ja auch, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, wir haben es hier auch mit erheblicher Kriminalität zu tun. Die Bundesverfassungsrichter untersagten den Behörden 2013 im Verdachtsfall, eine Vaterschaft anzufechten. Zu groß war das Risiko, dass das Kind staatenlos würde. Es galt, wer eine Vaterschaft anerkennt, ist der Vater, egal ob es sich dabei um den leiblichen Vater handelt oder nicht. Die Anerkennung einer Vaterschaft ist legal. Deshalb haben wir aus rechtlichen Gründen keine Möglichkeit, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Alles Kalkül von den Geschäftemachern, sagen Insider. Sie hoffen, dass das Geschäftsmodell platzt. Denn künftig können Ausländerbehörden bei einem Missbrauchsverdacht aktiv werden. Bundestag und Bundesrat haben gerade ein entsprechendes Gesetzespaket verabschiedet. Wichtig wird es auch deshalb, weil es Indizien dafür gibt, dass einige der betroffenen Frauen anschließend in der Prostitution landen. Sie machten sich abhängig von den deutschen Scheinvätern und Hintermännern. Seit dem Ende des Kalten Krieges ist Russland, die Osterweiterung der NATO, ein Dorn im Auge. Auch den Beitritt Montenegros wollte Moskau verhindern, vergeblich. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer. Montenegro ist heute als 29. Mitglied offiziell in das Militärbündnis aufgenommen worden. Wie es der Nordatlantikvertrag vorsieht, hinterlegte Außenminister Damanovic die Beitrittsurkunde bei der US-Regierung in Washington. Montenegro verfügt über nur etwa 2000 Soldaten. Die Adria-Häfen des Landes gelten allerdings als strategisch wichtig. Russland sieht in der Osterweiterung der NATO eine Gefahr für die eigene Sicherheit. In Genf hat die Jahrestagung der Internationalen Arbeitsorganisation ILO begonnen. Bis Ende nächster Woche beraten dort Regierungsvertreter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus 187 Staaten. Unter anderem geht es um die Fragen, welchen Einfluss der Klimawandel oder die Migration auf den Arbeitsmarkt haben. Generaldirektor Ryder forderte, Zuwanderer besser vor Ausbeutung zu schützen. Die Ergebnisse der Konferenz sollen in ein umfassendes Abkommen einfließen. US-Präsident Trump hat nach dem Anschlag in London erneut ein verschärftes Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimisch geprägten Ländern gefordert. Zudem kritisierte er das US-Justizministerium, weil es nach seinen Worten eine verwässerte und politisch korrekte Version seines Erlasses vorgelegt habe. Trump verlangt nun einen härteren Entwurf. Zugleich mahnte er eine schnelle Entscheidung des obersten Gerichtshofes an. Mehrere US-Gerichte haben den aktuellen Erlass blockiert. Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Florida sind 6 Menschen getötet worden. Ein Mann schoss auf dem Gelände seines ehemaligen Arbeitgebers auf Ex-Kollegen, bevor er sich selbst tötete. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Es gebe keine Hinweise auf eine terroristische Tat. Der Angreifer war erst im April entlassen worden und bereits vor 3 Jahren durch Gewalt am Arbeitsplatz auffällig geworden. An der ISS hat der erste wiederverwertete Dragon-Raumfrachter angedockt. Die Kapsel des US-Unternehmens SpaceX wurde mit dem Roboterarm der Internationalen Raumstation eingefangen. Der unbemannte Transporter hatte unter anderem Mäuse und Fruchtfliegen für Experimente an Bord. Die Dragon-Kapsel war 2014 schon einmal an der ISS. In El Rocío im Süden Spaniens ist normalerweise nicht viel los. Normalerweise. Aber an Pfingsten ist alles anders in dem sonst so verschlafenen andalusischen Dorf. Dann strömen 1 Million Pilger durch El Rocío, um ihr zu huldigen, der Blanca Paloma, der weißen Taube, wie sie die Statue der heiligen Jungfrau dort nennen. Für die Gläubigen ist es das Höchste, an Pfingsten die Marienstatue einmal zu berühren, um ihren Segen zu erhalten. Und für alle anderen ist die Wallfahrt zumindest eines, ein farbenfrohes Fest. Jan-Peter Bartels hat das Pfingstspektakel miterlebt. Der dichte Staub macht das Singen schwer, doch singend sind sie die 60 Kilometer aus Sevilla gelaufen. Tanzend, betend,
inbrünstig wie die 29-jährige Desiree auf dem Weg zur Heiligen Marienstatue im kleinen Dörfchen El Rocío. Dieser Weg, der gehört allen. Der ist wichtig, weil man viele Emotionen spürt. Man hat so viele schöne Erlebnisse. Wirklich alle sollten diese Wallfahrt machen, um das zu erleben. Sie ist zum 5. Mal dabei, aber diese Tradition ist Jahrhunderte alt. Mehr als 100 Bruderschaften, jede stolz auf ihre Standarte, die sie in der Pfingstnacht präsentieren wollen. Das gehört hier zum Leben. Manuel hat seit seiner Geburt nur eine Wallfahrt verpasst. Ob bei Regen, bei Hitze, das ist egal. Den Weg nach Rocío, den liebe ich einfach. Nach und nach treffen sie ein, die Pilger, in El Rocío. Ein Dorf ohne Autos. Hier leben eigentlich nur wenige hundert Einwohner. Aber über Pfingsten kommen mehr als 1 Million. Ein umstrittenes Massenevent, denn El Rocío liegt mitten in einem Naturschutzgebiet. Und es ist eine Herausforderung für die Polizei. In Spanien haben wir mit dem Thema Terrorismus ja leider Erfahrung. Wir hatten die ETA, aber diese Erfahrung, die hilft uns heute, uns vorzubereiten. Auch Desiree ist angekommen, in der Mitte des Ortes an der Kirche der Ermita del Rocío. Um 3 Uhr morgens stehen hier Zehntausende dicht gedrängt. Es geht ihnen um sie, die Marienstatue Blanca Paloma. Jetzt schlägt die Stunde der ältesten Pilgerbruderschaft. Sie entführen die heilige Jungfrau, bringen sie nach draußen zu den wartenden Menschen. Eine Berührung soll Glück, Segen, Heilung bringen. Manche hier sind für diesen Moment hunderte Kilometer gereist, auch wenn viele es nicht schaffen, die Jungfrau zu berühren, so wie Desiree. Wenn ich einen schlechten Tag oder Probleme habe, dann rede ich mit ihr. Aber auch wenn es gut läuft. Ich bedanke mich bei ihr, dass ich glücklich bin, Arbeit habe, dass es meiner Familie gut geht. Sie ist für mich da. Wir fragen, wie eine Freundin, wie eine Mutter? Sie ist wieder an ihrem Platz und die Pilger auf dem Rückweg. Bis nächstes Jahr, Pfingsten, wenn sie sich erneut auf den staubigen Weg machen. Und wo wessen Wettergebete erhört werden, das weiß jetzt Carsten Schwanke. Nun wahrscheinlich, Ingo Zamperoni, werden die meisten Menschen in Spanien oder in Griechenland fündig, denn dort wird es sehr warm und sehr sonnig in den nächsten Tagen. Bei uns hingegen deutlich ungemütlicher, denn ein kräftiges Sturmtief hat sich heute gebildet unter diesen Wolken. Die zogen heute über die britischen Inseln hinweg und haben jetzt auch den westlichen Teil der Nordsee erreicht. Man sieht auch schön, wie es sich hier anfängt einzudrehen. Und der Wettervorschaufilm zeigt, was in den nächsten Stunden passiert. Viel Regen ist auch dabei und diese Regenfronten erreichen morgen im Verlauf des Tages Deutschland. Zum Teil mit Sturmböen, schweren Sturmböen, auch mit kräftigen Gewittern. Und wir sehen auch in der weiteren Folgezeit am Mittwoch und Donnerstag bleibt uns dann vor allem im Norden Deutschlands dieses Tief erhalten. Heute Nacht oder gerade aktuell gibt es auch noch etwas Regen, allerdings meistens der leichteren Art. Und zwar im äußersten Südosten unseres Landes und dort, wo es heute Nachmittag geregnet hat, also so von Thüringen hinunter bis nach Bayern und Baden-Württemberg, dort bildet sich zur Stunde schon teilweise dichter Nebel. Ansonsten ist es eher leicht bewölkt oder sternklar. Die Temperaturen gehen zurück auf 9 bis 15 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann in der Osthälfte und in der Mitte zunächst freundlich, auch mit recht viel Sonnenschein. Aber im Süden, im Alpenvorland, gibt es einzelne erste Schauer und stärkere Regenschauer ziehen im Verlauf des Vormittags in den Westen Deutschlands hinein. Und dann entwickeln sich am Nachmittag mehrere kräftige Schauer- oder Gewitterlinien. Zum einen entlang der Elbe und dann auch weiter Richtung Berlin und Brandenburg. Hier teils kräftige Gewitter mit Platzregen, mit der Möglichkeit von Hagel- und Sturmböen. Dahinter viele Wolken mit Schauern und ganz im Westen auch hier mit stürmischen Winden können sich ebenfalls starke Schauer oder Gewitter herausbilden. Die Temperaturen, sie erreichen in der Westhälfte meistens nur 18 bis 20 Grad. In der Mitte Werte um rund 20 Grad. Im Osten wird es mit bis zu 27 Grad noch einmal sommerlich und deutlich wärmer. Der Wind weht insgesamt frisch bis kräftig. Er kommt vor den Gewittern aus südöstlicher Richtung, dahinter aus südwestlicher Richtung. Und auch übermorgen, am Mittwoch, bleibt es vor allem im Norden und im Nordwesten stürmisch mit weiteren Schauern. Und es bleibt insgesamt kalt, 16 bis 20 Grad. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter langsam, nur im Norden fällt noch etwas Regen. Und die Temperaturen steigen dann zumindest aus Süden heraus wieder an. Und Richtung Wochenende wird es sommerlich warm, auch bei uns in Deutschland. Sehr schön. Danke, Carsten Schwanke, für diese Aussichten.
Und das waren die Tagesthemen am Pfingstmontag. Hier im Ersten übernimmt jetzt Kommissar Wallander die nächsten Nachrichten. Die hat die Tagesschau dann um 1.15 Uhr und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Ihnen eine gute Nacht.